ja gar keine Ahnung vom richtigen Leben. Ja, sind ja keine Normalbürger. Heutzutage wird ja unterschieden zwischen Normalbürger und Nicht-Normalbürger. Wir haben noch nicht herausgefunden, wo jetzt wirklich der Unterschied ist. Normal, nicht normal. Wir wollen ja alle dasselbe. Ja. Und vom selbigen wollen wir immer mehr. Das Problem ist, wir werden selber auch immer mehr. Und von allem ist nicht genug für alle. Ja. Was machen wir da? Ah, wurscht. Einmal greifen wir noch in die Fetten rein. Einmal fliegen wir noch wohin, kaufen uns ein SUV aus Wurscht. Hinter uns die Sintflut und wir fliegen in den Süden fliegen wir. Und was wollen wir? Gut essen, gut schlafen. Und was ist das Ziel? Braun werden. Und wie bereiten wir uns vor auf den Urlaub mit einem Reiseführer? Aber woher? 2 Wochen vorher ins Solarium jeden Tag, damit die Bräune schön tief geht. Ja. Und dann machen wir Selfies, wie braun wir schon sind. Und dann schicken wir die nach Hause. Schau, wie braun wir schon sind. Ja. Und dann liegen wir am Strand. Und dann schauen wir her, schau her, daheim das Wetter, voll schier. Haben wir voll gut erwischt, ja, voll schier. So ein Schmarrn hörst, ab morgen und übermorgen, die ganze Woche schön Wetter daheim, 26, 27 Grad. So ein Blödsinn hörst, da fallen wir ja gar nicht auf, wenn wir braun sind. Ja, da stechen wir gar nicht mehr aus. Ja, was machen wir jetzt so? Da hätten wir ja daheim bleiben können im Garten. Warum müssen wir uns denn dafür noch immer schämen? Es ist doch wahrhaft wunderschön in unserem Land. Wir tun uns selber nicht nach fernen Ländern sehnen und gönnen denen dort die Sonne mit viel Sand. Wir haben ja so einen bösen Humor in Österreich. Wir sind so stolz auf unseren bösen Humor. Ja, böse. Die Franzosen haben einen schlüpfrigen Humor, die Engländer haben einen trockenen Humor, die Deutschen haben keinen Humor. Aber ich will jetzt nicht einstimmen auf dieses allgemeine Deutschland-Bashing. Ich habe die Deutschen sehr gern. Ich mag sie sehr gern. Ich liebe die. Ich kann sehr gut mit ihnen. Sie haben nur ein Problem, die Deutschen. Sie sind so viele. So viele. Ja. Aber da kann, wenn man so viele sind, kann man so leicht hinhauen. Ja? Man kann leicht hinhauen auf die Deutschen, weil das verteilt sich so. Ja? Aber wenn so kleine Länder sind, so wie Liechtenstein oder Andorra oder San Marino, da kann man ja gar nicht hinhauen. Ja, die kann man ja gar nicht verallgemeinern. Die kennt man ja jeden persönlich. Da ist ja das Land an sich schon ein Einzelschicksal. Aber wenn ich so durch Österreich fahre, so durch unser wunderschönes Land, dann ist ja alles immer so sauber. Alles ist immer so geputzt. Alles ist immer so. Da war ich unlängst, war ich in Alpbach, ja. Das heißt das schönste Dorf Österreichs. Aber die anderen Dörfer oder Gemeinden lassen sich nicht lumpen. Da gibt es eins mit den meisten Rosen und den meisten Balkonblumen, den meisten Narzissen, mit dem meisten Löwenzahn, wo sie immer die besten kinderfreundlichsten Mountainbike-Wege oder die schwiegermuttertauglichsten Schluchten. Oder es ist immer irgendetwas ist immer am besten. Irgendwas ist am besten, ja. Und dann frage ich mich, wo ist das Böse? Ja? Und wenn Amerikaner herkommen, sagen sie mir, oh, Austria ist so clean, everything is so clean. Ja, wo ist das Böse, frage ich mich dann, wo ist das Dreckige, wo ist es denn? Wir putzen die Fassade, weil unser Haus ist innen leer. Wir reden übers Wetter, weil das gibt immer was her. Es ist jetzt alles sauber und wer wacht über das Werk? Es ist der Ladislaus. Unser süßer Gartenzwerg. Also ich weiß nicht immer, was Kunst ist, aber was Kitsch ist, kann ich ziemlich genau definieren. Ja, also Kunst ist der Wahrheit verpflichtet, sagt man. Kunst darf wehtun. Was heißt darf? Kunst muss wehtun. Kunst ist Schmerz, Verzicht, Askese. Aber der Kitsch schlägt zurück. Der Kitsch strikes back. Kitsch ist die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Ja. Das ist Kitsch. Ja, das kleine Glück, der große Herzschmerz, verlorene Liebe. Oder ein C-Dur-Akkord spüren. Ein C-Dur-Akkord. Ja.
Das ist Kitsch. Ja. Machen wir sowas, irgend sowas anderes so. Na, so, so. Ja. Das ist Kunst. Wer schreibt denn heute noch aus Sehnsucht ein Gedicht? Wessen Gang geht tief und fällt dann ins Gewicht? Wir sind bequem und gehen nicht mehr meilenweit. Bekommen alles und das noch vor der Zeit. Wir sitzen nur am Beckenrand und glauben, wir schauen hinaus aufs Meer. Wir sind beim Träumen fulminant, doch geben niemals etwas her. Wer braucht denn heute noch Utopie? Uns reicht längst der Hausverstand. Wir feiern unsere Lethargie hier am Beckenrand.